So genau sind wir eigentlich in ihr Haus reingegangen. Wir haben noch 7 Minuten, oder? Nein, es ist die obere Zeit. 19 Minuten. Na gut, das das geht lässt ja mich noch. nämlich doch überraschen. Haben wir vielleicht irgendwo Zeit gewonnen? Nein. Was ist falsch? Naja, egal. Nun gut, wie auch immer. Schauen wir uns mal weiter, oder? Wir müssen jetzt zu unseren Freunden suchen, die, wenn die durch die Zeit. Wetten, das ist die? Das wäre sehr gut möglich. Hi. Come to laugh at me like all the rest, have you? It's a terrible time you live in. You put on your dress and they punish you. I thought the squire would be merciful, but a blonde girl? I wouldn't know a thing about that. Klingt genau wie die Punkerin. Der Typ hier? Igor! Aha. I haven't seen you around before. A woman? Don't know anything about that. If I don't get this seedling planted by the end of the day, the foreman will have a what for. Mhm. Den Baum abholzen war doch gar nicht mal so falsch. Ich habe eine Idee. Wir zerstören einfach die gesamte Stadt und dann wird er uns nie erwischen. Das ist eine sehr gute Idee, doch. Wieso fackelt es nicht gleich ab? Guck mal. Oh, schade. Abfackeln. Vielleicht den Baum. Gut, wir haben nämlich keine Zeit. Keine Zeit verloren, das ist gut. Wir sprechen erstmal mit den Leuten. Die finden sie bestimmt. Is there anything interesting happening around here? Geschieht irgendwas Interessantes? No. I haven't seen anyone. How about the square? There may be someone there who can help. Da habe ich schon geschaut. Vielleicht haben wir jemanden übersehen. Durch die tolle Kameradrehung kann das sehr gut sein. Vielleicht hier. Ist es Nacht? Ich glaube nicht, ist es... Dann warten wir, bis Tag ist. Lieber nicht. Schnell auf die Karte. Ja, genau. Gute Idee. Was sieht das? Bakery und Butcher. Das Atelier. Rückgratstraße. Da geht's zu Lord's Manor. Interessant. Ich weiß nicht, dass wir da hin können, aber der Alchemist. Was hat sich. Ups. Der Alchemist ist sicherlich ein Hinweis gewesen. Bestimmt. Ich möchte zuerst einmal mit dem hier sprechen. Mit dem jungen Burschen. The Squire's manor is beyond that gate. The Squire's prep. Come to think of it, the ceiling of the manor house is about to fall off. Everyone's saying how it ought to be repaired. Klingt nach einer Sidequest. Wir müssen vielleicht noch etwas mit dem Jungen des Alchemisten anstellen. Schauen wir mal, was das gelingt. Denn der hat ja noch nicht vor, Alchemist zu werden. Nimm die Leiter. Gehst du an der Leiter? Ist gut. Wo hast du die Leiter hingesteckt? In meine Hintertasche. In meine deutsche magische Hintertasche. Aha. Ja. So, ihr Alchemist. Muss geräumig sein. Ja, natürlich. Wir Deutschen haben immer große Taschen. Nein, es gibt keine Moral aus der Geschichte. Ich bin verlaufen. Ich habe falsch tastet. Dann kann ich überall hochklettern. Okay. Ja, nur in bestimmten Punkten bestimmt. Geh bitte zum Alchemisthaus. Ich mag mich. Oh, da gibt's auch eine Kirche. Ah, sehr gut. Stimmt der vor. Alchemistenhaus. Ach ja, das ist ja ganz woanders. Ja, du musst einfach geradeaus. Aber da von dort kommen wir doch. Ja. Ja, aber wir haben mit dem Vater noch nicht gesprochen. Genau, das meine ich. Und ich glaube, die Leiter brauchen wir deshalb. Okay. Mich würde aber ehrlich gesagt die Kirche noch interessieren. Du kannst nicht rein, es ist dunkel. Ja, wir haben eine gute... Wupp. Nimm die Energie. Sehr gut. Nutze sie weise. Tatsache. Kirchen sind in der Nacht geschlossen. Na klar, die haben doch dauernd dieses Gold mit reingenommen. Von Leuten. So. Aber ich möchte beichten. Paradiesschlüssel verkauft und sowas. Dort liegt noch was. Nimm die Bank mit. Oh. Du kannst die Bank nicht mehr tragen. Das ist bestimmt eine Energie. Du hast ja schon eine Leiter. Ich meine, was willst du mit der Bank? Also, irgendwo hört es dann auch auf.
Nimm das Fass mit. Ah, Fass. Also, da ist sicher Bier drin. Deutsches Gutes Bier. Deutsches Bier. Braut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Fast richtig. Fast richtig, ja. Fast richtig. Ja. Ich bin nicht so blöd dafür. Nach links? Das war doch. Hier irgendwo war das, glaube ich. Nimm mal die Karte vor. Da, da. Okay, Awkward moment. I love you. Ja. Hi. Tschüss. So, der Vater, der hat sich ja im Kartoffelkeller eingesperrt. Oh, wofür ist die Leiter? Wofür ist die Leiter? Okay, Oh! Wieder mehr Energie. Denn mehr Energie heißt mehr Energie heißt mehr Energie. Ich glaube nicht, dass das Energie ist. Du hast bestimmt nur die Töpfe mitnehmen wollen. Natürlich. In Töpfen kann man so viel tolles Zeug transportieren. Ja, zum Beispiel Leitern und Bänke. Die passen da eins zu eins rein. Doch, das ist dir fast so geräumig wie deine Tasche. Noch eine Bank. Cool. Dann nochmal. So, mit dem sprachen wir doch schon, oder? Ja? Musst du vielleicht auch wieder zurück zum Platz? Schauen wir mal. Die Bäckerei ist wahrscheinlich auch geschlossen. Denke auch. Rückgratstraße. Batschan. Natürlich. Metzger ist geschlossen. Cool, ich hab mich am Menü erschrocken. Buh. Buh. Taut, das ist ein Scheißdreck dagegen. Dieses Menü! Ah, nimm es weg! Ah, du solltest das Siegel reparieren. Und dafür hast du die Leiter wahrscheinlich. Wo ist jetzt dieses Wappen? Das Wappen fällt fast runter. Nein, man kann nur nach links und rechts drehen. Das Wappen fällt fast runter. Das Wappen ist überhaupt nicht da. Und so eine große Leiter haben wir nicht. Mach mal ins Menü. Batscha, Atelier, City Hall. Ins Atelier ist du auch nicht gegangen, Mutter. Geh mal dahin. Schau mal. Kann man da wohl noch was markieren? Nee. Nee. Wir gehen mal zum Atelier. Warum liegt hier Stroh herum? Oh, ich kann nicht mehr Stroh tragen. Polygon-Stroh ist das. Das ist das beste Stroh. 1A-Qualität. Abgeschlossen. Mann! Jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit. Es hat nicht reagiert, ich will nicht zurück. Ich glaube, das werde ich nur umbringen. Ich glaube nicht, dass wir ins Jahr 1500 zurück sind, um eine Leiter zu holen. Geh mal auf den Marktplatz. Wir finden bestimmt irgendeine Verwendung für diese Leiter. Nur 1860 gibt es Leitern. Was hat das hier? Marius Bakery, also. Damit ist es offiziell auch geschlossen. Drehknöpfe. Geh doch mal mit dem Mann sprechen, vielleicht kannst du ihm die Leiter andrehen. Hi, ich habe eine Leiter. Möchtest du sie gegen deinen Baum tauschen? What do you think you're doing? One of the squires got the right to come and interrupt my work. Dann werde ich eben zum Gutsherr. Der Gutsherr hat... Ich muss mich mit dem Gutsherrn gut sprechen. Wie komme ich an den heran? Es ist ja Nacht. Ich werde das Gefühl nicht aus, es hat was mit dem Wappen zu tun. I'm going to appeal to my lord for my right to dress like this. My lord's manor is right over there. He'll listen to reason.
Gehen wir nochmal dorthin. Ja. Anklopfen, mit dem Mann sprechen. Das war es nicht. Das kommt auch nicht hinein. Ah, vielleicht hätten wir einfach zu dem Jungen müssen, dass der am Tor steht. Hm. Wirklich? Entschuldigung, aber ich habe ein ganz dringendes Bedürfnis. You want to take a look inside? Well, I've got the key. Of course, I can't let you in for nothing. What have you got to trade? Eine Leiter. Eine Leiter. Ja, gib ihm die Leiter. You want to take a look inside? Well, I've got the key. Of course, I can't let you in for nothing. What have you got to trade? Damit haben wir jetzt eine Minute vergeudet. Meine Leiter. I don't want that. Don't you have anything else? Dein Feuerzeug! Ich habe eine Zeitreisemaschine. Gib ihm das Feuerzeug! Bist du des Wahnsinns? Holy! Will er nicht. Das Handy! Das Handy! Holy! Es ist ihm zu heilig. Okay. Das ist schlecht. Wir haben noch 7 Minuten. Das Foto? Das könnte es sein. Alright. Come on inside. Zumindest hat die Farbe gestimmt. Vom Foto zu dieser Welt. Es ist Sepia-Farben, das will ich haben. Aber nicht dieses komische Ding, das Feuer macht. Das Wappen. Das ist ein gigantisches Wappen. Ah, ich habe eine Strategie. Du nimmst das Wappen, gehst damit zurück, sagst, du kommst vom Gut her und pflanzt einen Baum wieder aus. Das klingt gut. So benutzen wir direkt mal die Leiter. Oh, es funktioniert. Ich bin so klug, Luca. Dann hast du auch ein Dipilom. Hooray. Yay. Einen Doktor, ein Nobody Cares! So. So, nachdem zurück. Du erfolgreich das Wappen der Stadt geklaut hast. Und die Zukunft radikal verändert hast. Kehren wir zurück. Du hast noch 4 Minuten. Knapp. Ach, das wird schon umkommen. Irgendwas. Achso, es ist eine Tür. Dann sind wir hiermit erfolgreich am Platz vorbeigelaufen. Schneller! Wenn mich der Mörder nicht umbringt, diese Wegstrecken werden es definitiv. So, ich werde ihn aber nicht direkt ansprechen, ja, sondern nimm gleich schon Item benutzen, genau. Denn dadurch verlieren wir keine Zeit. So, wieder zurück. Der hat wirklich geräumige Hosentaschen. Ganz näher ran. Ja. Hi! Kannst behalten. By the way, Blessed Mary, this is the Squire. What's this now? Yes, I have a message for you. The Squire doesn't know the tree here. What? Er kann sich auch hinter einer Statue verstecken. Er möchte in Blumen. Blumen. Ja. Riesige Sonnenblumen. Alright then. The Squire is Cocktail. Call of the day. Lustiger Gesell. Ich bin amüsiert. Also zurück in deine Zeit, schnell. Ah, es blinkt schon. Wir haben deine Freundin nicht gefunden. Egal. Und weg. Wahrscheinlich ist sie sogar in der Zeit geblieben. Dieser Teufelstyp meinte doch, nur wir können durch die Zeit. Ja, gemeint, Gegenstände und sowas kann dort bleiben, aber du könntest dann nicht mehr. Oder so halt. Wir kehren auf jeden Fall zurück. Mal sehen, was wir dadurch ausgelöst haben. Oh, ich freue mich schon auf die Blumen. Die Menschen fressen den Riesenblumen. Die Venusfliegen fallen aus dem Weltall. Stell dir mal vor, 5 Jahre später würde der, oder nur eine Woche später würde der Gutsherr sagen, hey, ich wollte hier einen Baum haben. Ja, genau. Ich meine, der geht ja auch durch die Stadt. Ja, ich glaube eben auch. Was? Sie haben Blumen gepflanzt? Somewhere back there, in the past. Oha. What have I done to get her involved in this? I promise I'll find you. Please hang in there. Ja, you don't say. Mit wem spricht er? Da wäre die typisch deutsche Bewegung. Today is a good day to quit. Löblich. I don't want to die. Weder durch den Mörder, noch durch den... Weder durch den Mörder, noch durchs Rauchen. Sehr schön, wir haben Kapitel 2 beendet.
Gut, wir haben jemanden in der Zeit verloren, aber hey, ja. Das kann passieren. Und wir haben das Stadtwappen geklaut.